Frau Kramer hier vom Videocheck und heute geht es um Surströmming und meinen Nachbarn, den lade ich doch mal so richtig schön zum Essen ein und lecker, lecker, ab geht's. Videocheck. Mach mal auf. Das stimmt hier überhaupt nicht. Nee, ich möchte kein Stück essen. Verstehst du dich denn jetzt an, ey? Ich will den gar nicht erst riechen, deswegen versuche ich irgendwas Schönes zu decken. Hensken haut sich so einen Fisch rein und Hensken hat einen Tiermagen. Das heißt, er kann das ohne Probleme so essen, hat er gesagt. So, ja, so um ein Stück. Lecker. Jetzt esse ich das. Ja. Kannst du es essen? Alter Schwede, wie kann man das essen? Boah, ich kann schon so kotzen, wenn ich das rieche. Wieso? Komm mal, gib mir mal einen Kuss. Nee, danke. Timo hat 20 Euro verloren. Das ist der erste Mensch, den ich kenne, der Surströmming ohne Probleme essen kann. Du hast 25 Euro verloren. Bei Bianca hast du. Bei Bianca? Ja. Ja, dann kriegt Bianca auch noch 25 Euro. Alter Schwede. Jetzt hat Timo die 20 Euro verloren. Hier haben wir den lebenden Beweis, also man kann tatsächlich Surströmming essen. Hensken hat keine Geschmacksnerven, ist alles tot. Ne? Und der kann das so runterschlucken. Ich könnte schon, wenn ich das rieche, so loskotzen. Hier. Ohne Gesichtsentgleisung zieht er sich das hier rein. Also, liebe Freunde, es gibt tatsächlich Leute, die Surströmming essen können. Sauber. Das geht überhaupt nicht, ey. Alter. Wie kannst du das runter? Das stinkt bis hierhin. Der Nachbar, der liegt auch schon tot im Garten. Alter, du hast verstanden. Oh, Leute. Das ist eben Gourmet. Bist du ein Gourmet? Ja. Gourmet. Nicht mehr der Hund ist das. Jetzt kommt meine Frau nochmal, die riecht auch nochmal dran. Als Vergleich nochmal, mein Sohnemann, komm mal her hier, riech da mal in der Dose. Würdest du das essen? Die Spannung steigt. Oh, er kotzt gleich. Wer sich dafür interessiert und auch so eine Dose haben will, und ich sag euch wirklich, jeder normale Mensch, der kotzt schon, wenn er das riecht, und der kann gerne unten in die Infobox reingucken, da ist das Ganze nochmal verlinkt. Bis dann, euer Paul vom Videocheck.